Willkommen zurück hier in OpenTDD. Hallo! Ich habe jetzt bei mir bloß noch kurz hier dieses Depot umgerüstet auf elektrische und dann kann ich hier jetzt schon die elektrische Lokomotive bauen, die einfach genauso schnell ist oder langsam wie die Diesel-Lokomotive. Mehr kostet, weniger Zugkraft hat, aber mehr Leistung. Gut, wir bauen einen kleinen Flughafen für einen Helikopter in dahin. Oh, ich habe gerade 81.000. Weiter geht's mit der Umrüstung. Hier. Scheiße. Hier. Jawohl. Das ist ja voll billig. Wer? Der Landeplatz für den Heli. Nur 1.000. Noch was. Und gleich müsste ich das Geld dann retten. Du weißt aber, dass ein Heli nichts bringt. Doch, das bringt was. Auf einer langen Strecke bringt das was. Wenn da 40 Passagiere drin sind. Einmal quer über die Map und dann wieder zurück. Das bringt dann schon was. Und dann abstürzen, weil die Zuverlässigkeit so schnell sinkt. Gut, ich brauche jetzt nur 68.000. Also ich brauche noch zu viel. Scheiße. 36.000. Sind die da drin? Wer? 36.000 in Nafura Eisen. Ich weiß ja nicht, wie dein Eisennetz ist. Oder dein Schienen- ja, der Zug ist voll. Die können wir vielleicht die Wartung ein bisschen hochstellen. 60 Tage. Bei denen auch. So, verkauf die. Hau raus, das Zeug. Kann man das eigentlich wieder zurück umrüsten? Nö. Jawohl. Helikopter. Macht aber nur wenig Sinn, egal. So, und da die Wartung. Da ist die Wartung alle 30 Tage sehr wichtig. Bei Helikoptern. Soll der immer von da. Dann kommt hier den. Oh, da war der Zug. What the fuck? 255.000 auf einen Schlag. Oha, yo, was geht mit dir? Ja. Wie viel wartet hier jetzt? Na gut, bis der jetzt wieder ankommt. Na komm, du kannst wieder landen, damit sich hier die Passagiere schon mal sammeln können. Oh Gott, so viele Passagiere schon. ja, der landet jetzt wieder da, sammelt hier ein und dann. Wie zufrieden ist denn? Ah, ich bin furchtbar also. Ja, das ist doch immer schön zu hören. Hier waren doch nur 100 Passagiere, was wollen die denn? Was für eine Zuverlässigkeit hat der eigentlich? Joa, geht. Hier ist kaum noch wenig Kohle und hier ist noch weniger Kohle, okay. Aber ich bin der Erste hier, der einen Flughafen hat, ja. Und das bringt dir jetzt was? Geld. Glaube ich. Hoffe ich. Ich verfolge ihn jetzt einfach und sehe, was er macht. Er nimmt die Passagiere auf. Die 40 waren das, glaube ich. Genau. Und 15 Postsäcke. Hebt ab. Das passt jetzt hier nicht so zusammen. Und fliegt dann, glaube ich, ganz langsam durch die Welt. Maximalgeschwindigkeit 321 km/h. Das ist gut. Ist auf jeden Fall schon mal schneller als die Züge. Und was transportiert er? Passagiere und Postsäcke. So, nur das dauert ein bisschen, bis der ankommt. Ein bisschen sehr viel.
Könnt hier. Nein, das brauche ich nicht weiter. Wohl. Der Tunnel wäre auch ein bisschen lang. 579.000 Euro benötigt. Ja. Diese scheiß Berge. Ja, immer diese Berge. Wie sieht's hier aus? Ich will mich jetzt verarschen. Wir warten wieder ein paar Tonnen Kohle, dann kann ich hier eigentlich. Ich habe gerade einen Tunnel für 72.000 gebaut. Jetzt noch einen für 72.000. So, die fahren jetzt alle wieder. 72.000 Euro Tunnel. Nö, insgesamt das Doppelte. Wo denn? Oh, da, oh mein Gott. Der ist ja voll klein, der Tunnel. Welcher? Ja, der 140.000 Euro Tunnel. Wo? Ja, die du gebaut hast. Ja, die 200 im Ölfeld durchgehen. Was? Im Ölfeld? Da ist ein Ölfeld. Ah, da. Ach so. Ja, der geht. Ich dachte schon. Guck mal, jetzt lädt er wieder voll hier. Mein Heli ist auf dem Weg. Los, du schaffst es. Sie ist ja doch nicht voll. Produktion im letzten Monat 0 Liter Öl. Hier muss ich hin. Liter Öl im letzten Monat. Kann hier mit. Oh yo, da kann man sogar mit dem Heli abholen. Yo, Alter. Schon wieder die ganze Zeit Brücken bauen. Ist mein Flugzeug jetzt da? Mein Helikopter meine ich. Gleich. Wie viele Tausende von Leuten warten da jetzt denn? 565 Leute. Das ist doch ja. Gut, oder? Läuft. Das muss jetzt einen beträchtlichen Betrag einbringen. Hey, das macht wieder mal keinen Sinn, was ich hier mache. Gibt es hier zufällig Öltransportflugzeuge? Man kann, glaube ich, jedes Flugzeug umrüsten. Für Öl. Nö, gibt's nicht. Doch. Du glaubst es. Das ist ja das Problem. Du gehst aufs Flugzeug und drückst umrüsten. Ich glaube, das kriegst du nur noch hin, oder? Ja, aber die sind teuer, wenn ich mir jetzt so ein teures Ding kaufe. Aber zumal auch ein Helikopter sein muss. Ja, okay, bei Helikopter geht es nicht. Joho. Da, Helikopter im Landeanflug. Schon mal vor, der stürzt jetzt einfach ab. Das ist ja so mies. Und er hat 12.000. Deswegen vertraue ich meinem Zeug. Oh, ich habe ja. Kein Geld mehr. Bevor du jetzt zurückfliegst, kannst wieder dahin fliegen und die Passagiere abholen, die da warten. Damit er nicht umsonst fliegt. Juhu, da kommt endlich mein Kohle-Tipp. 120.000. 120.000 Likes. Zug 3 hat sich ver... Achso, ja, das kommt immer. Immer nachdem er im Depot war, kommt er, hat sich verirrt. Wo muss ich denn jetzt lang, hä? Tunnel. Ja, das könnte noch funktionieren. Nö, das macht auch keinen Sinn.
Tunnel zu lang. Tunnel zu lang. So. Oh Gott. Mein ganzes Geld ist weg. Ich hab Achtung, jetzt kommt wieder die Ladung. Mal gucken, wie viele es sind. Oh. 213.442. Mein Gott. Wo ist denn der Zug gerade? Gwedinwald. Höhe. Am Kraftwerk da unten links bei mir. Ah. Oh. Ah, du hast da zwei Züge. Drei insgesamt. Ja toll, der hat aber nichts drin. Der hat nichts drin. Ja, ja, diese selbst diese, nicht, dass der nicht zu. Ah, cool. Dann baue ich hier mal den Schlussbahnhof meiner Linie. Eine Ölraffinerie am da. Dies ist ein verlockendes Angebot, welches wofür ich Geld brauche. Und zwar die Ölplattformen anzubinden an einem an einer Ölraffinerie. Ölbohrinsel zu Ölraffinerie und dann zu den Häusern, okay. In un momento. Ach du Scheiße, was habe ich denn mir da jetzt wieder ausgesucht? Gibt's noch keine neue Lokomotive? Ich will aber jetzt eine elektrische, die gut ist. Egal. Was? Ich brauche eine. Was hast du da über mich gelästert, hä? Ja. Ich brauche eine elektrische Lokomotive, die stark ist. Eine schnell und nicht irgend so ein Gammelteil. Ja, meine Strecke ist jetzt fertiggestellt. Jetzt geht's mal in die andere. Jetzt geht's mal zu dir hoch. Ey. Wie viele Einwohner hat deine Stadt? Jo. 2600. Hä, wo ist denn dein Firmensitz? In einer Stadt. Aber nicht in der, oder? In irgendeiner Stadt. Oh, ah, da in. Hä, was ist das Wettlinfurt denn? Ist das eine Aquädukt? Nein, ein Aquädukt brauche ich nicht. Ich bräuchte eine Schleuse oder so. Diese Brücke sieht hässlich aus. Nee, egal. Das ist ein... Yeah, die Stadt wächst jeden 26. Schleuse. Tag. Oh. Kann nicht gebaut werden, das Land neigt sich in die falsche Richtung. Mhm. Da steht ein Dingens im Weg. 21.000. Da habe ich meine Schleuse. So. Ich hoffe, es ist sonst nichts. Ah gut, jetzt bin ich sehr gut nur noch, okay. Alter, ich habe schon wieder kein Geld. Ich habe eine elektrische Oberleitung, aber irgendwie sonst nichts und kein Zug da drauf fährt.
Irgendwo muss man doch noch was holen können. Ungeeigneter Standort. Warum ist es ein scheiß ungeeigneter Standort? Oh ja, hier kann man gut Getreide und Vieh holen. Komm schon, Geld, du musst fließen. Kann nicht gebaut werden, muss auf Wasser gebaut werden. Ah, geht doch. Dann kann ich von den ganzen Ölfeldern hin und her und hin und her und dann ganz viel Öl, zumal Öl auch sehr viel bringt. Einfach von hier da hinten nach da ganz hinten. Um dann wieder an Land die Warenkiste nach hier ganz hinten zu bringen. Immer so ganz über die ganze Map hin und her. Ich hab doch hier irgendwo. Fuck, wo hab ich die Fabrik gefunden? Hier. Ich hatte doch mal da oben. Ah, hier ist noch eine Fabrik. Es klappt, Alter. Das mit den Signalen klappt ausnahmsweise. Ich hab hier eine Fabrik, aber wenn ich die anschließen will, kann ich wieder mein komplettes Netz auseinanderreißen. Warte. Freut mich doch als fairer Mitspieler mal lachen zu können. So, jetzt habe ich wieder Geld dafür. Komm, liefer die Kohle ab. Und schon wieder alles weg. Warum kann ich das da nicht bauen? Ungeeigneter Standort. Ja, du bist auch ein ungeeigneter Standort. Scheiße. So. Erst. Wo kommt nichts? Ah, gut. Hier ist wieder mein fetter Kohlezug. Die Stadtverwaltung gehorcht. Du kannst die Stadtverwaltung bestechen übrigens. Wie? Oder du klickst auf Stadtverwaltung und dann müsste dort irgendwo die Stadtverwaltung bestechen stehen. Mittlere Werbekampagne, kleine Werbekampagne. Okay, dann kannst du es nicht. Kostet übrigens sehr viel Geld. 700.000. Sehr schlecht. Es ist nicht mal in der Nähe. Das ist ein Dorf, ja? Und das ist in der Nähe von einem Dorf. Übrigens gerade mein Handy, was ich auf den Tisch geschlagen habe. Oh, das ist ja ein toller Zug hier. Geht einfach mal kaputt, währenddessen im Tunnel steht. Oder wie wär's, wenn ich einfach diese Stadt, dieses Dorf einfach abreiße? Einfach auseinandernehme bis zum geht nicht mehr. Wo bist du? Ich will gerade einen Hafen bauen an einer Ölraffinerie. Aber das Dorf sagt nein. Und wie steht's mit der Zeit? 18 Minuten. Okay. Wenn du willst, dann. Oh, ja, mal gucken, was die Zuverlässigkeit von dem hier ist. 51%. 41, das ist wenig. Ich bin mir sicher, eine kleine Werbekampagne. Nee, weiß ich nicht, oder? Oder? Ja, ich hole mir jetzt erstmal noch meine 500.000 ab hier. Was? Problem? Ja. Sehr sogar. Kannst ja mal sehen. Oh, der war bloß zu 50% beladen. Ja, das ist ja mal schlecht. Jetzt habe ich bloß 161.000 bekommen. Weiß das eigentlich? Was? Warum verweigern die das einfach? Ja, weil du vorher vielleicht irgendwo Land abgerissen hast. Ich kaufe mir jetzt keine elektrische Lokomotive. Dann kann die doch einen Scheißdreck angehen. Hauptsache, die haben ihr Öl, ja? Oh, das gibt es doch nicht. Kann man irgendwie sehen, wie weit denn diese Stadtverwaltung geht? Wie? Bis wohin die Stadt geht.
Ja, dort, wo die Straßen aufhören. Nee, eben nicht. Schon weit außerhalb davon. Wo bist du? In welcher Aber Stadt? Aber den... Das Ragen machen wir irgendein anderes Mal. Oh Gott, 356. Passagiere die Folge ist jetzt vorbei. Am Flughafen bei dir. Dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, lasst einen Daumen hoch, guckt auf meinen Kanal und auf seinen vorbei. Bis dann, ciao. Tschüss.